Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 450 zwischen Merxhausen und dem Ortsteil Riede. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam ein 23-jähriger Fahrer aus Meschede mit seinem Porsche älteren Baujahrs in die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem Regionalbus zusammen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden schwer eingeklemmt und mussten mit hydraulischem Gerät befreit werden. Den einen Patienten mussten wir mit Crashrettung befreien. Der hat Schwerstverletzungen. Und der andere, der wurde dann stabil in Auto gemacht, der wurde dann auch unter schweren Umständen befreit. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Der 23-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer und die Insassen des Busses wurden nicht verletzt, jedoch erlitten sie einen Schock und wurden ärztlich betreut. Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr Bad Emstal war mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso mehrere Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 7. Die Bundesstraße 450 musste für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.